Moin Leute, heute gibt es mal eine leicht andere Perspektive. Ich habe ja versprochen, wir wollen umbauen, wir wollen drüben in Studio 3 ein bisschen mehr Platz schaffen für Neues. Und wir werden auch gleich rübergehen und leerräumen und ein bisschen umbauen, aber ja, alleine macht es jetzt immer ein bisschen schwierig, deswegen habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Jo. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, wir gehen rüber und dann geht es in den Zeitraffer und wir melden uns dann nochmal. Auf geht's! Also, Ziel ist es ja hier, wo jetzt unsere kleine, feine, süße 9-Volt-Anlage steht, Platz zu schaffen für mehr, für eine größere Anlage. Und wir wollen ja, der Dude, und wir wollen euch ja auch 12 Volt zeigen und da brauchen wir halt ein bisschen mehr Platz. Deswegen ist das Ziel jetzt, wir räumen hier alles leer. Also hier ist noch ein Regal mit Sets, die noch gezeigt werden wollen und halt, ja, ist halb Lager, halb Studio. Alles leer unter den Tischen da drüben, alles erstmal raus. Und ja, dann geht's weiter, würde ich sagen. Also legen wir mal los. Let's start the show, würde ich sagen. Auf geht's. Sehr gut.
ganz schön anstrengend. Es ist ja auch ordentlich warm. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt hier eine riesengroße Fläche. Die ist 3,20 Meter mal 1,20 Meter tief. Und ja, da können wir auf jeden Fall. Mit einer Ausbuchtung Ja, mit Ausbuchtung für Kontrolleinheit. Da vorne kommt das ganze Kontrollzeug hin. Das ist ganz gut. Ja. Vielleicht kannst du da auch noch so drumherum irgendwas bauen. Aus Legosteinen oder so, dass man wirklich das Gefühl hat, Wir werden sehen. hier ist man der Chief Officer of Lego Training. Also wir mussten auf jeden Fall noch ein bisschen was ja, umstellen, Tische nochmal umarrangieren, weil ja, das hat halt nicht so richtig gepasst. Aber nichtsdestotrotz, es passt jetzt und ja, jetzt kann es weitergehen mit coolem Content. Und was da als nächstes kommt, haben wir ja schon mal angeteased. Du drückst rechts, ich drück links. Ich drücke rechts, du drückst links, so rum. Das wird das nächste sein, was hier kommt. Nämlich feinster 12-Volt-Stoff. Ja, da, Er das zeige freut ich sich schon mal schon. ganz kurz. Hier Ah. rollt richtig cooles Zeug auf uns zu. Ja, und das wird das nächste Projekt, was hier stattfindet. Ne? Spielfläche 2.0. Korrekt. That's it. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns schon sehr bald hier im Studio 3 wieder und ja, bis dahin habt eine gute Zeit. Peace.